Also, mein Name ist Marc Schröder. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, also ich bin Luxemburger. Mir, wenn es um die Frage geht, wie wir heim zu schwätzen, ob man heim ist, wenn ihr auf Luxemburg seht, also es ist schwer für mich zu definieren, was heim ist. Ich habe mich erst 19 Jahre zu Luxemburg gewohnt. Und da sind ich auf die Uni gegangen, weil wir nicht mehr müssen auf die Uni gehen, wir hatten zu Luxemburg keine Uni. Also seitdem ich mit 19 Jahren fortgegangen bin, habe ich eigentlich im Ausland gelebt. Und ich kann mich erinnern, wenn ich schon lange zu New York gelebt habe, 7 Jahre lang zu New York gelebt, und ich kann mich erinnern, wenn ich zu Luxemburg war bei meinen Eltern, die nicht ganz leben zu Luxemburg gewohnt, die wohnen noch heute noch immer da. Dann, wenn ich dann zurück auf New York gegangen bin, dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, morgen gehe ich heim. Das heißt, heim war für mich eigentlich New York oder schon noch ein paar Jahre zu London gewohnt. Das war für mich daheim. Also für mich ist daheim eigentlich da, wo ich mich am wohlsten fühle. Natürlich kann ich seine Origine nie last gehen. Also ich, das irgendetwas schon. Ich meine, meine formativen Jahre waren zu Luxemburg. Kann ich seine Origine nie ganz last gehen, egal wo ich an der Welt wohne. Das heißt, ich fühle mich trotzdem immer noch als Luxemburger. Und ich sehe noch gewissen Stolz da. Also ich will nicht sagen, dass ich ein Patriot bin für Luxemburg. Wenn auch politisch etwas zu Luxemburg ging schieflaufen, wäre ich ganz kritisch da. Also ich bin nicht, sicherlich nicht chauvinistisch, mal nicht patriotisch, aber das aber etwas zu Luxemburg, wo ich so ein, das ist mein Heimisch, zum Beispiel. Spruch ist natürlich ganz wichtig. Daheim ist immer Luxemburgisch geschwärzt gehen, obwohl Luxemburgisch als Französisch als quasi die administrativ offizielle Sprache. Luxemburger Spruch war dann fett ein deutschen Dialekt. Also etwas wird uns als Luxemburger definiert. Und, es hat auch seine Avantagen, es ist ein Spruch, der nicht mehr zu Luxemburg geschwärzt wird. Das heißt, wir sind quasi forciert, polyglott zu gehen. Wir schwätzen Deutsch, Französisch und Englisch. Aber wir sind quasi gezwungen, das war, weil es nicht mehr zu Luxemburg geschwärzt wird. Das ist natürlich seine Avantage, wenn man dann an der Welt rumkommt. Ich meine, das definiert auch eine gewisse Identität, als Spruch, wie in allen anderen Ländern auch. Voilà.